Welche Hunderasse passt zu mir? Ist die Entscheidung, einen Hund in die Familie zu holen, erst einmal gefallen, wirft es oft die nächste Frage auf. Welche Rasse soll es denn nun sein? Die Entscheidung, welche Rasse am besten zu einem passt, fällt vielen oft schwer. Darum habe ich heute mal ein paar Kriterien für dich zusammengefasst. Am besten nimmst du dir jetzt einen Zettel und einen Stift zur Hand, sodass du dir alles Nötige, was jetzt im Video kommt, notieren kannst und im Anschluss somit ein bisschen genauer weißt, welche Rasse denn am besten zu dir und deinen Lebensumständen passt. Als Welpen sind alle Hunde zum Anbeißen süß. Je besser aber der Hund und du zueinander passt, desto ausgeglichener und glücklicher werdet ihr miteinander werden. Erstes Kriterium: Wie sportlich bist du? Überlege dir genau, wie du die Freizeit mit deinem Hund gestalten willst. Möchtest du ihn mit zum Joggen nehmen? Vielleicht gemeinsam Fahrrad fahren oder wandern? Soll dein Hund sich für Hundesport eignen? Die meisten Hunde sind Sportskanonen. Wenn sie nicht gerade aufgrund ihrer Rasse total überzüchtet sind und daher nicht mehr so sportlich sein können, freut sich jeder Hund über körperliche und geistige Auslastung. Wie viel Zeit bist du bereit, täglich für den Auslauf und die körperliche und geistige Auslastung deines Hundes aufzubringen? Bedenke, ein kleinerer Hund bedeutet nicht gleich weniger Energie oder weniger Bewegung. Dies hängt immer vom Charakter und seinen rassespezifischen Eigenschaften ab. Welche Charaktereigenschaften soll mein Hund haben? Möchtest du lieber einen sportlichen und dynamischen Hund? Oder lieber einen ruhigen und sanftmütigen Begleiter? Oder möchtest du, dass dein Hund dich oder dein Grundstück beschützt? Soll dein Hund wasserbegeistert sein und schwimmen können? Möchtest du einen Hund, der zu absolutem Gehorsam zu erziehen ist und sich relativ leicht trainieren lässt? Oder schätzt du es vielleicht sogar, wenn die Hunde ihren eigenen Kopf haben? Schreibe nun alle Eigenschaften, die du dir von deinem Hund wünschst, auf eine Liste. Welche Eigenschaften möchtest du vermeiden? Jede Hunderasse hat je nach Verwendungszweck verschiedene Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt. Schreibe dir die Eigenschaften, die du möglichst vermeiden willst, auch auf. So kannst du schnell ganze Untergruppen streichen und die Wahl schon etwas eingrenzen. Kann ich mir die Rasse leisten? Nicht jeder Hund kostet gleich viel. Unterschiede gibt es nicht nur in der Anschaffung, sondern auch in der Haltung. Generell sind kleinere Hunde günstiger im Futter als größere Rassen, weil sie einfach weniger fressen. Informiere dich über rassespezifische Krankheiten, denn gerade bei den sogenannten Moderassen kann eventuell später einiges auf dich zukommen. Richtig teuer wird es, wenn du dich in eine Rasse verliebt hast, die in deinem Bundesland auf der Rasseliste verzeichnet ist. Dann kommt je nach Bundesland eine erhöhte Hundesteuer sowie bestimmte Auflagen auf dich zu.
Welche Größe und welchen Felltyp bevorzugst du? Die Größe des Hundes und der Felltyp sind meist Geschmackssache. Dennoch sollte gerade bei der Größe dein Geschmack nicht allein entscheiden. Deine Wohnsituation und die verfügbare Zeit sollten schon auf den Hund angepasst sein. Dies bedeutet nicht, dass man sich nur einen großen Hund holen kann, wenn man ein großes Haus und einen großen Garten hat. Ein großer Hund kann auch in einer Dreizimmerwohnung glücklich werden. Wenn er mit seinem Herrchen viel draußen unterwegs ist und gut ausgelastet ist, dann sollte die Wohnung aber wenigstens im Erdgeschoss sein, denn Treppensteigen ist für große Hunde definitiv nichts. Beim Fell gibt es fast schon so viele unterschiedliche Felltypen, wie es Hunderassen gibt. Informiere dich einfach, denn viele Rassen gibt es auch in verschiedenen Felltypen. Du hast dich entschieden? Wenn du dich nun entschieden hast, welche Rasse am besten zu dir passt oder deine Liste wenigstens auf ein paar Rassen eingrenzen konntest, dann solltest du prüfen, ob du ihr auch gerecht werden kannst. Informiere dich über ihr Wesen und ihre Bedürfnisse. Überlege dir auch vor dem Kauf, wie du mit den rassespezifischen Bedürfnissen umgehen möchtest. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben oder lass mir ein Abo da und bis zum nächsten Mal.